Ja, ich möchte Ihnen heute eigentlich zwei Sachen vorstellen. Einmal ein bisschen was vorstellen zum Thema digitales Talentmanagement. Und wir haben dazu einen Massive Open Online Kurs abgehalten letztes Jahr. Vielleicht kurz eine Frage in der Runde: Hat jemand von Ihnen mitgemacht? Kennt es jemand? Nee, okay, gut. Dann ist ja ganz gut, dass ich da einige Sachen rausgezogen habe. Also auf der einen Seite möchte ich Ihnen inhaltlich was davon vorstellen und am Ende dann nochmal ein bisschen so auf der Metaebene was zum MOOC, wie unsere Erfahrungen waren, wie das gelaufen ist, so eine große Online-Veranstaltung durchzuführen. Genau, und ich habe auch den Vortrag nach der MOOC strukturiert. Kurz zur Einführung ein paar Worte. Da haben wir schon vorhin was gehört vom Herrn Biemann. Dann, wir hatten auch im MOOC die zweite Woche Big Data und Technologie, dann Datenschutz und Ethik, moderne Konzepte digitaler Führung und dann das Thema Software anschließend. Da habe ich einfach so versucht, mal zusammenzufassen, was im MOOC vermittelt worden ist. Und dann möchte ich Ihnen eben so die Erfahrung kurz vorstellen. Zeit noch mal ganz kurz zu mir, ein, zwei Worte, woher ich komme. Ich bin Business Development Manager bei SAP Education, also SAP, die Software-Schmiede in Walldorf, hier gar nicht so weit weg. Ja, wir machen Schulungen rund um SAP, SAP Lernangebote, SAP Education Consulting, also in SAP Projekten beraten wir Kunden, Mitarbeiter, ob es jetzt Kunden sind, Nutzer, Experten fit zu machen und wie man das macht. Und wir statten sie auch mit Education Software aus. Genau, das ganz kurz, woher ich komme. Und die Frage ist natürlich, warum machen wir so einen Massive Open Online Kurs? Vielleicht nochmal eine Frage in der Runde: Hat jemand überhaupt schon mal einen Massive Open Online Kurs von Ihnen mitgemacht? Okay, dann sage ich vielleicht nochmal ganz kurz, was das ist überhaupt, Massive Open Online Kurs. Das sagt auch schon ein bisschen die Abkürzung. Das ist ein Online-Kurs mit sehr vielen Menschen, also Massive Online. Er ist offen, also sehr einfach zugänglich, meistens auch kostenfrei, wie auch in unserem Fall. Und ja, ist eben Kurs. Es gibt verschiedene Unterschiede. Es gibt welche, die sind eher kollaborative. Es gibt eher welche, die haben eine Art Lehrgangsformat. Für das Weitere haben wir uns entschieden. Wir, wenn ich von wir spreche, wir waren eine Interessensgruppe von der Universität Mannheim. Herr Biemann hat mitgemacht, den haben wir vorhin gehört. Mannheim Business School, die Firma TTS, dann der Personalwirtschaftsbereich bei der SAP und die SAP Education auch von der SAP. Und das Ziel war, das Thema einfach im deutschen Markt ein bisschen bekannter zu machen, allgemeine Grundlagen mal versuchen zu vermitteln mit verschiedenen Point of Views, also einfach Eindrücken, weil es gibt da nicht die Wahrheit im Talentmanagement. Deshalb haben wir versucht, über 20 bis 30 Sichtweisen zu sammeln. Wir wollten das auch erfahrbar machen durch Kollaboration und auch durch Reflexion, dass jeder auch ein bisschen was für sich selber mitnimmt. Da komme ich nachher noch dazu, wie wir das gestaltet haben. Sehen Sie hier auch nochmal ein Kursziel, das ist einfach ein Screenshot von dem Kurs. Zielgruppe waren im Endeffekt alle, die Interesse haben am Thema. Der Kurs hat letztes Jahr angefangen, im Mai. Genau, hier sehen Sie nochmal ein paar von den Menschen, die mitgemacht hatten. Es waren Professoren von der Uni Mannheim oder der Professor Troost, das war ein Personalvorstand von Daimler, aber auch Personalsachbearbeiter zum Beispiel von verschiedenen Firmen wie der AXA. Genau, also circa 30 Inputgeber. Zum Input haben wir das Thema versucht mal zu umreißen, auch aus einer eher wissenschaftlichen Perspektive. Was ist Talentmanagement ungefähr? Da gibt es auch nicht so die theoretischen wissenschaftlichen Definitionen. Wir haben es mal einfach als Prozess des Findens, Entwickelns und Bindens von Mitarbeitern. Da sieht man, da ist viel drin. Personalentwicklung, Personalauswahl, gibt sich auch nochmal andere Definitionen. Was wir hier schon sehen an der Sammlung an Themen, die relevant sind heutzutage, von E-Recruiting, Active Sourcing, Collaboration, was auch immer, das ist ein ganzer Blumenstrauß an neuen Themen, mit denen man sich da beschäftigen kann und vielleicht teilweise auch sollte im Personalbereich. Und das war auch so eine Quintessenz so in der ersten Woche. Also wir haben dargestellt, es gibt viele Themen und Herausforderungen. Im Endeffekt ist es wichtig für jede Firma, sich da die eigenen Prioritäten rauszusuchen. Was wir dargestellt haben, war eine sogenannte Gameplan Challenge. Ein Gameplan ist im Endeffekt so ein großes Stück Papier, wo man so eine Art Strategie draufmalt, wie ich jetzt so ein Thema umsetzen will. Und das war so das Reflexionsinstrument, der Gameplan, kommt aus dem Design Thinking.
wo dann die Teilnehmer für jede Woche ein spezielles Element des Gameplans für sich, für ihre Firma umsetzen konnten. Ich zeige Ihnen nachher noch ein Beispiel, wie das dann ausgesehen hat. Genau, das haben wir in der ersten Woche vorgestellt. Auch das Thema evidenzbasiertes Management hatten wir vorhin schon. Also wichtig ist, auf Zahlen zu vertrauen, aber nicht nur. Aber nur Bauchentscheidung ist natürlich auch nicht gut. Also Entscheidungsunterstützung durch Zahlen, durch Kennzahlen war da so eins der Themen und speziell eben auch in der Personalwirtschaft. Das hat der Herr Biemann vorhin hat er nicht gesagt. Da gibt es übrigens auch einige kostenlose Online-Publikationen. Ne? Da kann man gerade speziell im Personalbereich jetzt immer gucken. Einmal im Quartal, ich glaube Personal Quarterly heißen die, können Sie googeln. Da sind immer so die neuesten Forschungsergebnisse und das hilft oft auch dann mal einfach auch seine eigenen Entscheidungen im Personalbereich da auszurechnen und zu schauen, ja, machen wir das auch so in die Richtung, was jetzt State of the Art im Research ist. Genau, also die Einführung, nach der Einführung sind wir dann jetzt eben weg von der Theorie gekommen und dann haben wir uns verschiedene Firmen angeschaut, angefangen auch mit der SAP, da hat der interne Kollege von mir, der für HR-Informationssysteme zuständig ist, hat vorgestellt, was so die Themen bei ihm sind. Sie sehen es hier so in der Überschrift. Also die großen Themen sind Cloud-Technologie, mobile Endgeräte, Social Media und Künstliche Intelligenz oder Machine Learning, was so die Treiber sind in der Technologie, wo man ganz neue Sachen machen kann. Ich zeige einfach mal hier, sieht man jetzt nicht so gut in den Screenshots. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, wie wir jetzt verbessert Teilnehmer auswählen oder Bewerber durch eben CV-Matching, wo eben durch Algorithmen schon vorsortiert wird als Handlungsunterstützung. Ein Beispiel für Social Media war unser internes Enterprise Social Netzwerk, was wir schon seit Jahren haben. Im Endeffekt sowas wie Facebook, firmenintern, wo man einfach besser zusammenarbeiten kann, ob es jetzt Experten finden, eine Meinung einholen, um die ganze Welt zum Beispiel, Crowdsourcing zum Beispiel als ein Stichwort. Das sind Ansätze, was wir schon seit Jahren nutzen als Beispiel, Social Media Einsatz auch im HR, zum Beispiel mit Communities für Talente oder für neue Mitarbeiter, wo die sich austauschen können. Cloud-Technologie setzt sich seit Jahren immer weiter fort und durch auch und hat eben die Vorteile, dass ich jetzt als Firma, als Kunde hier kein großes Know-how an Infrastruktur mehr aufbauen muss zum Beispiel. Ich bekomme auch viel schneller Innovationen. Also hier auch am Beispiel von unserem Mitarbeitergespräch, SAP Talk, was jetzt eben regelmäßig neue Innovationen reinbekommt. Wenn jetzt die Manager sagen, wir hätten gerne noch das und das Feld, dann dauert das nicht mehr Jahre. Dann geht das eben relativ schnell. Genau, und ich denke, mobile Geräte nutzen wir alle privat, in der Firma noch eher selten. Also auch hier haben wir Beispiele gezeigt, zum Beispiel die SAP Alumni, wo man mit ehemaligen Mitarbeitern in Kontakt bleibt, in so einer Alumni-Beziehung und eben einfach über so ein mobiles App. Genau, ein Thema natürlich im digitalen Talentmanagement ist das Thema Daten. Wir haben es vorhin schon gehört, oder für die von Ihnen, die da waren beim Vortrag von Herrn Biemann. Und da gibt es jetzt eben ganz neue Möglichkeiten, Daten zu nutzen, auch im Personalbereich. Ob sie jetzt hypothesengetrieben sind oder datengetrieben. Ein konkretes Beispiel möchte ich mal als nächstes vorstellen. Das ist jetzt zum Beispiel das Rahmenwerk, was wir von der SAP nutzen, also mit ganz unterschiedlichen Elementen. Der Neudeutsch People Analytics, also der Personalanalysen. Da haben wir einmal eine Umgebung für die Top-Führungskräfte, eine Digital Boardroom. Da sehen die eben Kennzahlen wie Fluktuation zum Beispiel eben nach ihren Bereichen und können da eben dann aktuell immer nachschauen, wie ist der Status, aber eben auch, wie entwickeln sich die Daten und wo gibt es vielleicht Muster, wo ich drauf reagieren will. Also Beispiel Fluktuation wieder zum Beispiel. Ja, und natürlich haben wir auch für den Personalbereich selbst hier Umgebungen, sogenannte HR Mission Control Center, wo ich dann eben HR-spezifische Kennzahlen sehe. Zum Beispiel ein Thema ist zum Beispiel, was wir verbessern wollen, ist Frauen in Führungspositionen, also dass mehr Frauen in Führungspositionen sind. Solche Kennzahlen kann man natürlich da auch verfolgen und schauen, stehen wir da in dem Bereich, wo wir auch hinwollen. Bis hin zu normalen Reportings. Genau,
Dann noch mal ein paar Worte zum, zu den Herausforderungen, wenn wir jetzt ja, mit Daten im Personalbereich arbeiten. Ein Thema speziell jetzt in Deutschland ist natürlich die Sicherstellung der Anonymität bei den, beim Datensatz. Wenn ich dann Voraussagen machen will, dann ist es sehr wichtig, dass ich auch die Muster der Algorithmen und die Datenverteilung eben im Trainingsdatensatz überprüfe. Also ein ganz einleuchtendes Beispiel ist zum Beispiel, wenn ich jetzt schaue, wenn ich jetzt nicht auf die Verteilung schaue, dann ist vielleicht sogar das Geschlecht ein Vorhersager jemand wird Führungskraft, weil wir einfach bei uns in der Grundgesamtheit aller Mitarbeiter viel mehr Männer haben, wie Frauen zum Beispiel. Ne? Und dann haben wir natürlich auch mehr Führungskräfte oder mehr Menschen, die Führungskraft werden. Also solche Verteilungen, jetzt nur als Beispiel, müssen wir natürlich immer genau anschauen, um eben dann auch, wenn wir Vorhersagen machen, dass wir da nicht den falschen Mustern aufsetzen. Und das Thema Anonymität ist natürlich auch nochmal ein Thema bei der Auswertung, dass ich eben da nicht auf Individuen schließen kann. Genau, wir hatten dann als letztes einen Vortrag im MOOC in der zweiten Woche zum Thema Technologie, was nochmal relativ strategisch war, von Professor Droß. Ich finde, das war auch nochmal eine sehr gute Zusammenfassung. Hört sich einleuchtend an, macht aber auch nicht jede Firma. Ich meine, seine Quintessenz war im Endeffekt, man sollte eben die Herausforderung, den Kontext, die Strategie und das Design von Prozessen, Regeln und so weiter immer vor die Auswahl und Einführung von einer Technologie stellen. Oft ist es leider gerade andersrum. Ich, wieso auch immer auf dem Golfplatz oder wieso auch immer, wähle jetzt eine Technologie aus, ohne eben die richtige Strategie dazu zu haben. Also vielleicht brauche ich gar kein CV-Matching, weil ich vielleicht ganz andere Herausforderungen habe in meiner Firma. Na, also daher ist das eigentlich eine gute Leitlinie, immer danach zu gehen. Und sich auch immer zu fragen, wie stark wollen wir zentral steuern und planen und wie stark gehen wir mitarbeiterzentriert. Sicher sagt man als Sozialwissenschaftlicher, je mitarbeiterzentrierter, desto besser, ist aber natürlich auch nicht immer der Fall. Ne? Manchmal brauche ich beides, jetzt im Sicherheits- oder Compliance-Bereich zum Beispiel. Und was er so als Kernaussage auch getroffen hat, ich denke, wo sicher die meisten auch mit dem Kopfnicken ist, dass was mündige Talente heutzutage von Technologie erwarten, das ist Transparenz, Feedback zu geben, Feedback auch zu bekommen, zum Beispiel von potenziellen Mentoren, auch sich selbst einzuschätzen und eben nicht nur eine smarte Vermessung von oben. Also wenn wir Daten analysieren, dann müssen wir Daten analysieren, müssen wir auch ganz klar in den Vordergrund stehen, was da jetzt der Mehrwert für den Mitarbeiter ist. Kriegt er personalisierte Angebote zum Beispiel, als ein Beispiel. Ja, und es darf jetzt eben nicht nur der zentralen HR-Funktion helfen. Genau, das war so die erste Woche. Was wir da auch gemacht haben, waren Point of Views. Sie können das alles noch nachlesen. Ich habe auch Links in den Folien hinten, wo wir nochmal reflektieren konnten in den Foren. Was sind bei Ihnen in der Firma die Themen oder unterstützt die Technologie bei Ihnen in der Firma eher das HR-Management oder das Talent? Da sehen Sie jetzt im Gegensatz vielleicht, wir hatten insgesamt am Anfang, am ersten Tag über 900 Registrierungen schon, dass es beim Mitmachen dann ein bisschen nach unten ging. Wir hatten jetzt hier Abrufe noch 187 und Kommentare dann nicht mehr so viele, aber trotzdem sieht man, dass die Menschen mitgemacht haben, aber mehrere doch dann eher in der Konsumentenhaltung. Na. Genau, Datenschutz und Ethik war dann die dritte Woche. Auch wichtige Themen im Talentmanagement, speziell in Deutschland. Speziell jetzt auch mit der neuen Datenschutzgrundverordnung muss man sich das nochmal angucken und davor schon vor einer Technologieeinführung Gedanken machen. Wie nutze ich, speichere ich jetzt personenbezogene Daten? Wie lösche ich die? Wie übermittle ich die? Ein interessanter Aspekt war auch die Rolle der Kontrollgremien mit dem Aufsichtsrat. Da haben wir von einem Input gesehen, dass die noch total undigitalisiert sind. Auch das gehört natürlich zu einer Digitalstrategie dazu, dass auch die Gremien sich mehr und mehr digitale Unterstützung holen. Und dass man auch neue Geschäftsmodelle anschaut. Also Crowdsourcing als ein Thema, also das Nutzen von Fremdarbeitern, also Uber, Foodora, was auch immer, auch Amazon, sind alles Firmen, die haben solche neue Ansätze, wo man sich kleine Tätigkeiten einfach extern einkauft und das stellt ganz neue Fragen. Also was ist in Zukunft ein Arbeitsvertrag, Arbeitsort, Arbeitszeit?
da hat man einen ganz guten Vortrag, der noch mehr ins Detail ging. Wenn Sie da Interesse haben, schauen Sie es mal an. Von der IG Metall, also hat mich sehr positiv überrascht, auch mit weiteren Links, zum Beispiel zu Fairness-Erklärungen von solchen Anbietern. Ein interessantes Thema, wo oft gar nicht drüber geredet wird, war Selbstoptimierung. Da hatten wir auch einen kompletten Vortrag dazu. Um was geht es bei Selbstoptimierung? Also Gentechnik, Implantate bis Psychopharmaka. Was wir sehen in deutschen und vor allem in amerikanischen Konzernen, dass das eigene Doping oft mit Aufputschern oder Stimmungsaufhellern extrem zunimmt, einfach um leistungsfähiger zu werden. Auch ein Thema, was man sich eigentlich anschauen sollte, auch vor der ethischen Frage, aber auch von der Gesundheitsthematik natürlich. Die Empfehlung, also würde ich mich auch anschließen, da war nur solche Sachen zu erlauben, die auch unbedenkliche soziale Folgen haben, reversibel sind, körperlich und auf jeden Fall gesundheitlich geprüft sind auch. Auch ein Thema im Endeffekt des Talentmanagements. Konzepte digitaler Führung, also da gibt es sehr viel Literatur dazu, da kann ich jetzt nur kurz was dazu sagen, zum Beispiel das Handbuch Digitale Führung vom Professor Petri. Wir hatten unter anderem einen Dialog mit dem Business-Partner-Leiter von Unity Media, was für ihn wichtig ist im Thema Digitalisierung und Führung. Was da ganz gut rauskam, war das Thema Offenheit und Vertrauen. Ich kann nicht alles kontrollieren zentral, ich muss zulassen. Und vor allem, auch wenn viele Berater vielleicht was anderes verkaufen wollen, es gibt nicht die Paradedisziplin. Also ich muss vielleicht Erfahrungen, vielleicht auch allgemeine Rahmenwerke, muss ich immer an meinen Kontext anpassen oder Best Practices gemeinsam erarbeiten. Ne? Und jetzt nicht standardisierte Talent-Management-Prozesse nehmen, wie man es vielleicht früher kennt, wie die McKinsey-Matrix, sondern wirklich von den Geschäftsproblemen ausgehen. Wo drückt unsere Firma der Schuh? Jetzt speziell auch im Bereich digitale Transformation und Talent-Management und wo setze ich da an? Ein Beispiel kann zum Beispiel sein, dass wir Mentoring stärker fördern, also nicht unbedingt jetzt auch der allerneueste Ansatz. Was vielleicht neu war jetzt der Ansatz, den AXA vorgestellt hat, die führen Reverse-Mentoring durch. Also hier bringen junge Mitarbeiter älteren Mitarbeitern Medienkompetenz zum Beispiel bei. Also auch ein Programm, was man nutzen kann zur Vernetzung der Mitarbeiter, aber auch dem Voneinanderlernen. Schönes Beispiel ist sicher auch das Thema Mitarbeitergespräche, Performance Management. Ich denke, viele von Ihnen machen das sicher auch noch, das jährliche Performance Management. Wo wir jetzt hingegangen sind, ist einmal das Rating aufzulösen bei der SAP, also keine Einstufungen mehr zu machen und das Gespräch in ein monatliches Fördergespräch umzuwandeln und haben damit sehr gute Erfahrungen. Also was ganz anderes, wie wenn ich jetzt Schulnoten bekomme, praktisch wie früher, und mich dann auch entsprechend verhalte als Manager, als Führungskraft, hinzuschauen, wie mache ich die Mitarbeiter besser oder wie entwickle man den Rahmen vielleicht besser. Genau, dann gucken wir ganz am Ende nochmal kurz auf Talentmanagement-Software. Software ist natürlich ein wichtiges Tool, um ja, die Prozesse effektiver und effizienter zu machen. Was da auch, da hat die Firma TTS die Woche bestritten im MOOC, was da auch klar rauskam, auch hier natürlich, wie schon vorhin erwähnt, muss die Strategie im Vordergrund stehen. Genau, ein wichtiger Punkt ist sicher auch, sich zu überlegen, welche Prozesse entwickle ich neu, also nicht die bestehenden Prozesse einfach jetzt in irgendeine Software zu gießen, sondern die Chance zu nutzen, wirklich auch Prozesse, interne Modelle, interne Regelungen neu zu denken und neu zu machen mit neuer Software. Was jetzt bei neuen Softwareanwendungen gerade im Talentmanagement-Bereich auch wichtig ist, ist, dass sie ganz anders funktionieren. Das ist keine Software, die installiere ich mir einmal und die IT kümmert sich drum. Das ist meistens eine Cloud-Software, die entwickelt sich regelmäßig weiter. Und da ist speziell der Betrieb und die Einführung, ist eben zu berücksichtigen, dass ich jetzt hier einmal die Transformation im IT-Bereich manage, aber auch die regelmäßigen Updates, dass ich da Prozesse entwickle. Dass jetzt die Innovationen, die mit der Software kommen, dass ich die auch aufnehme und auch weitergebe, teste und so weiter.
Genau, und das war jetzt mal ein Beispiel von so einem Gameplan. Da hatten wir 100 Einsendungen. Wir hatten am Ende des MOOCs, gab es ein sogenanntes Peer-Feedback und Peer-Review als Phase. Also im Endeffekt hat man sich gegenseitig die Gamepläne angeschaut und Feedback gegeben und dann auch so ein Rating gegeben. Und ich meine, das ist jetzt nichts Neues, was in einem gescheiten Projektmanagement-Plan steht. Was eigentlich neu ist, auch mit so einer Design Thinking Methode benutzt wird, ist, dass man sowas im interdisziplinären Team, mit der IT, mit einem Personalbereich, vielleicht mit einem Betriebsrat am besten noch zusammen entwickelt, eben in einem Workshop, und ist natürlich dadurch auch greifbarer. Ne, von der Fragestellung, Vision, den Meilenstein, Teams, Ressourcen, von dem High-Level-Projektplan bis hin zu den Erfolgsfaktoren, Herausforderungen. Ich würde jetzt auch zu weit gehen, da jetzt ins Detail reinzuschauen. Vielleicht nochmal ein paar Blicke auf die Fakten. Also Sie können sich ja vorstellen, wir hätten jetzt da einen tollen Kongress machen können mit vielleicht ein paar hundert Teilnehmern. Mit so einem digitalen Ansatz wie dem Massive Open Online Course haben wir deutlich mehr Menschen erreicht. Also wir hatten initial 915 am ersten Tag, am letzten Tag 1600 Registrierungen schon. Inzwischen, weil das alles im Selbststudium nutzbar ist, haben wir ca. 2100 Registrierungen auf dem Kurs. Die Verteilung bezüglich Geschlecht hat mich ein bisschen überrascht, dass die so stark männlich geprägt ist, zu 76%. Wir hatten auch ganz unterschiedliche Altersgruppen, also von 16 Jahren wahrscheinlich Schüler bis hin zu 68 Jahren wahrscheinlich Menschen in Rente. Das durchschnittliche Rating, denke ich, war auch okay, 4,3 von 5 Sternen. Vielleicht nochmal ganz kurz drauf zu gucken, was die Kursteilnehmer zu den Lernelementen sagten. Also die meisten, über 90%, die fanden hilfreich die Videos und die Selbsttests und die wöchentlichen Selbsttests. Weiterführende Links, dann geht es immer ein bisschen weiter nach unten. Download der Videos, Transkripte, also wir haben komplett das gesprochene Wort transkribiert. Ich bin eher ein persönlicher Fan von Reflexion, Diskussion, um einfach Inhalte, wenn ich was Neues lerne, besser auf meinen Kontext runterzubrechen und auch einfach, um es besser zu verstehen. Also anscheinend war es bei den Teilnehmern nicht so. Also die Gameplan-Challenge waren so circa 30% fanden nur hilfreich, auch die Point-of-Views und Diskussionsforen, was vielleicht auch erklären lässt, warum nicht ganz so viele Leute mitgemacht haben. Genau, ganz am Schluss nochmal ganz kurz, was sind jetzt so die persönlichen Erfahrungen? Wir hatten so 1000 Teilnehmer angepeilt, waren jetzt über 2000, also ich denke, waren auf jeden Fall ein Erfolg. Wir hatten das alles als Nebenprojekt gemacht, es war doch um einiges mehr Arbeit, wie wir uns am Anfang gedacht haben. Also das, so ein Massive Open Online Kurs, auch wenn sie es nur intern in der Firma machen. Ich kenne einige Firmen, die machen das firmenintern, wir auch, aber die Telekom, ich glaube Siemens, also einige große Firmen auf jeden Fall. Darf man die Aufwände nicht unterschätzen, das ist weit mehr wie Inhalte zu erstellen, also die Begleitung der Teilnehmer, die Fragen, die Foren, auch die kleinen Quizzes zu erstellen. Okay, wir hatten noch die Ferien mittendrin, das ist einfach schwierig in Deutschland mit den vielen Feiertagen und Ferien, da eben dann, dass auch eben die Teilnehmer dabei bleiben. Also man konnte am Anfang, am Ende so eine offizielle Bestätigung bekommen, mit Test, mit Einreichung seines Gameplans und so weiter. Da haben dann am Ende nur in Anführungszeichen 99 Menschen mitgemacht. Ich selber habe es auch nicht geschafft, weil ich war leider im Urlaub zwischendrin und dann waren meine Punkte zu niedrig. Bei der Medienerstellung, also ich denke, da haben wir gezeigt, da kann man ganz unterschiedliche Ebenen machen. Wir hatten wirklich unsere Videos mit iPhone aufgenommen und Mikrofon, also es war super low budget, das sieht man nur teilweise. Also das heißt jetzt nicht, dass man jetzt da viel Geld investieren muss, viel wichtiger ist einfach der Zugang zu Experten und dass man eben ja, gute Inhalte bekommt. Genau, das Thema Methodik habe ich schon erwähnt, weitere Erfahrungen, auch wenn Sie Interesse haben, welche Tools haben wir jetzt genutzt bei der Audioaufnahme, sind ja auch nochmal verlinkt in dem Blog. Genau, Sie können auch, wenn Sie Lust haben, natürlich den Kurs nochmal durch oder selektiv durcharbeiten, sich Videos anschauen oder die Diskussionsforen, ist alles noch online mit vielen anderen Kursen bei OpenSAP. Wir haben Kurse zum Thema Umweltschutz, aber auch zum Thema Machine Learning, also technische Themen überwiegen natürlich, klar, bei SAP.
Wir haben auch eine Präsenzveranstaltung wieder dieses Jahr mit unserem Expertenforum Digitalen Talentmanagement. Wenn jemand Interesse hat, melden Sie sich. Genau, auch machen wir gerade eine Blogparade mit vielen Partnern. Wir haben schon 18 Blogs zum Thema Next Learning, also Hashtag Next Learning auf Twitter, können Sie mal schauen. Sind ganz unterschiedliche Perspektiven wieder auf neue Ansätze der Weiterbildung, des Lernens. Wenn Sie Lust haben, machen Sie mit oder gucken Sie einfach mal rein. Und sonst habe ich hier noch einige weitere Links hinterlegt. Jetzt habe ich doch fast 30 Minuten gebraucht. Vielen Dank. Ich denke, Fragen dürfen wir jetzt nicht mehr machen. Das dürfen wir am Tisch hinten machen. Ja, ne? Also vielen Dank, Herr Jennewein.